Die Familie 556 von Sinn, hier im Video bereits vorgestellt, soll heute ergänzt werden um das Modell 556 Jubiläum, herausgebracht anlässlich des Jubiläums der Firma Sinn im Jahre 2016. Für mich die nobelste der 556. Hallo und willkommen bei WatchMaxis Uhren Video. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute soll es um ein Modell der 556-Familie von Sinn gehen, das es anlässlich des 50-jährigen Jubiläums im Jahre 2016 gab. Die Uhr ist limitiert, die Limitierung war, glaube ich, bei 1000 Stück, insofern ist sie nicht ganz so knapp, aber sie ist für mich ein sehr nobles Modell von Sinn. Hat noch immer einen sportlichen Touch, aber sie ist für mich die wirklich vornehme Variante des an sich doch sehr sportlichen Modells der 556. Ich hoffe, ich kann das gleich im Video rüberbringen. Die notwendigen Beschreibungen zur Uhr, technische Daten und alles andere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Video! Das ist hier die Sinn 556 Jubiläum mit dem wunderschönen anthrazitfarbenen grauen Sonnenschliffziffernblatt. Und ich mag diese Uhr unglaublich gerne. Sie ist für mich eine der edelsten, nobelsten Varianten. Und was sie von anderen Sinnmodellen unterscheidet, das sind zum einen die aufgesetzten Indizes. Ich glaube, man kann es hier ganz gut sehen. Und die eingefassten Zeiger, die nicht nur mit Leuchtmasse belegt sind, sondern einen Metallrahmen haben und nur in diesem Metallrahmen mit entsprechender Leuchtmasse ausgelegt sind. Auch haben die Sonnenschliffmodelle kein Datum und das finde ich sehr gelungen, denn ein Datum würde nach meinem Geschmack das wunderschöne Spiel des Sonnenschliffs kaputt machen und stören. Insofern finde ich das genau so richtig gemacht. Ich werde diese Uhr gleich noch an unterschiedlichen Bändern zeigen und ihr werdet sehen, dass sie, obwohl sehr elegant, auch sehr wandelbar ist. Aktuell habe ich zum Beispiel ein sehr günstiges Eulite Splitband montiert und auch dieses Band kann die Uhr nicht nach unten ziehen. Hier haben wir ein graues Alligatoren-Lederband, was den wunderbaren, edlen Charakter der Uhr unterstreicht. Von Sinn gibt es auch das graue Alcantara-Band, was etwas weniger Kontrast in die Uhr bringt, aber auch wunderbar passt. Und so wird die Uhr oder wurde die Uhr, glaube ich, bei Sinn auch ausgestellt. Also das ist eine Uhr, die man in dieser Kombination wirklich gut und immer tragen kann. Ich möchte euch aber auch Varianten zeigen, auf die man vielleicht nicht direkt kommt, wenn man an diese Uhr denkt. Und hier haben wir ein mittelbraunes Lederband, was ich auch wirklich gut tragbar an der Uhr finde, wobei ich ehrlich gestehen muss, dass ich die grauen Bandvarianten an dieser Uhr schöner finde. Noch nie probiert habe ich die Variante, die ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar handelt es sich hierbei um ein ganz dunkelbraunes Holzband der Firma Morellato. Ich bin selber gespannt, wie das wirkt, denn dieses Band habe ich eigentlich für die IM mit dem braunen Ziffernblatt geholt und nachdem ich es jetzt dran gehalten habe, werde ich es auch dabei belassen. Dieses Band hat an dieser Uhr nach meiner Meinung wirklich nicht allzu viel zu suchen. Wie ihr seht, kann man diesen kleinen Schatz wirklich mit unterschiedlichsten Bändern ausstatten und er bleibt elegant. Aber durch die Eleganz der Uhr
sind viele Bänder in meinen Augen versperrt. So würde ich beispielsweise niemals ein extrem sportliches Band an diese Uhr montieren, wie zum Beispiel das Sinn-Silikonband. Ja, das passt überhaupt nicht, das hat an dieser Uhr nichts zu suchen und entsprechend tun wir das zur Seite. Ebenso würde da an diese Uhr niemals ein NATO-Band kommen. Es gibt einfach Sachen, die passen nicht zusammen. Und auch die letzte Variante, die ich euch zeigen möchte, kann man so tragen. Es ist wieder ein dunkles Band. Es geht etwas besser als das Holzband von Morellato. Aber alles in allem bevorzuge ich an dieser Uhr die etwas helleren Bänder, die Ton in Ton vom Blatt gehen. Hier habe ich übrigens ein Hirsch Performance Band, von denen ich so einige in der Schublade liegen habe. Aktuell, gerade wo es noch warm ist, ist das in der Tat meine liebste Variante. Ausgesprochen gut zu tragen, gut durchlüftet, man kann die Hände waschen, man kann schwimmen gehen, alles perfekt. Und in den Winter rein wird es dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei mir diese Variante werden. Ja, ihr seht, eine Uhr, die man gut tragen kann, bei der man auch gut die Bänder wechseln kann, aber sie ist nicht ganz so vielfältig wie die anderen Modelle von Sinn. Was ich übrigens an dieser Uhr wahrscheinlich nie montieren werde, ist das Stahlband. Das finde ich an dieser Uhr zu kalt und ich möchte diese Uhr wirklich mit Stoff- oder Lederbändern tragen, weil das die edle Anmutung der Uhr in meinen Augen besser unterstützt als ein Stahlband.